Herzlich willkommen bei unserem neuen Trainingsvideo zum Thema J-Wallet. Also sprich, es geht heute um die Auszahlung der Provisionen. Das ist natürlich ein ganz spannendes Thema und wir steigen direkt ein. Ihr klickt auf eurer Webseite hier oben auf Backoffice bzw. Innendienst, loggt euch ein in euer Business. Wir gehen hier wieder rein bei unserer lieben Roswitha. Danke fürs zur Verfügung stellen des Offices, Roswitha. Und du klickst dann hier oben auf die Brieftasche. Im Englischen steht da Wallet und dann hier auf Wallet anmelden. So, jetzt ist es zunächst mal so, für alle diejenigen, die hier sich noch nicht in Wallet eingeloggt haben, ihr müsst einfach hier unten, gibt es normalerweise noch so einen anderen Button, der heißt, sie haben noch kein Wallet, bitte jetzt anmelden. Oder auf Englisch steht es da vielleicht auch, einfach da draufklicken und kurz sich einen Benutzernamen und ein Passwort aussuchen und schon kann man sich da einloggen und dann ist es ganz, ganz simpel. Und das mache ich jetzt auch mal hier. Da gibt es, wie gesagt, nochmal so einen separaten Login, damit man da hier einfach eine zusätzliche Sicherheit hat. Falls mal jemand das Passwort hat, sage ich mal, für dein J-Office, dann kommt er nicht trotzdem in die Brieftasche rein. So, in dem Fall habe ich jetzt natürlich hier das Passwort und wir klicken mal auf Login. So, jetzt sind wir hier drin und jetzt seht ihr zunächst mal hier euer Wallet, eure Oberfläche. So, ihr müsst euch Folgendes vorstellen. Jeunesse zahlt alle Provisionen immer auf dieses J-Wallet und das gilt grundsätzlich erstmal für alle Vertriebspartner. So, jetzt ist es so, für alle diejenigen, die von Monavie rübergekommen sind, wir haben automatisch voreingestellt hier eine momentane Zahlungsmethode, wie ihr hier sehen könnt, mit dem Namen Hyperwallet. Und hier ist die Regel drin, all, das ist Englisch, das heißt alles, also alles, was aufs J-Wallet kommt, automatisch weiterleiten nach Hyperwallet, bedeutet das. Hyperwallet ist unser altes MVPayHub, ja, also unser normales Online-Zahlungssystem von Monavie. Und jeder, der noch eine Kreditkarte hat von Monavie oder ein Zahlungssystem von Monavie, bekommt hier seine Provisionen ganz normal weitergeleitet und alles ist wie beim Alten. Ihr könnt aber auch jederzeit hier euch entscheiden, dieses Wallet zu verwenden. Und wenn ihr das machen möchtet und möchtet nicht, dass es weitergeleitet wird, einfach hier diesen Button Remove klicken, entfernen, steht ja auch in Klammern und schon ist diese Regel raus und dann bleibt alles hier auf dem Jeunesse-Wallet. Ja? Alle Provisionen werden immer in Dollar bezahlt, das ist ganz, ganz wichtig, sodass da keinerlei Umrechnungsdinge passieren und ihr könnt dann selbst entscheiden, was ihr damit macht und wie das dann von dort aus weitergeht. Ihr könnt zum Beispiel eure Paycard bestellen und die könnt ihr dann auch hier registrieren. Ihr klickt einfach hier auf meine Paycard registrieren, ja, und dann müsst ihr einfach hier auf Fortsetzen klicken, ja, und dann könnt ihr hier eure Paycard-Nummer eingeben. Und zwar ist das nicht die lange Nummer mit den 60, also nicht die Kreditkartennummer, sondern da steht unten drunter noch so eine Paycard-ID-Nummer. Und die müsst ihr hier zweimal eintragen und auf Continue klicken. Das machen wir jetzt an der Stelle nicht, aber nur, dass ihr Bescheid wisst, hier könnt ihr das machen. Und wenn ihr das gemacht habt, dann habt ihr ungefähr, müsst ihr so eine Stunde, zwei warten. Und dann könnt ihr einen neuen Tab aufmachen oder könnt ihr ins Internet gehen. Und dann geht ihr auf paylution.com, ja, also ihr geht dann einfach auf paylution.com und dann könnt ihr eure Karte auf euch freischalten. Ihr müsst sie natürlich erst bestellen und sie bekommen haben von Jeunesse, also erst im J-Wallet die Karte registrieren und dann hier. Und dazu klickt ihr einfach hier auf aktiviere Account und dann könnt ihr hier einstellen die Kartennummer und dann gebt ihr hier einfach die Kartennummer ein, ja, was auch immer die Kartennummer ist und so weiter, klickt auf Continue und dann beantwortet ihr einfach die Fragen und registriert die Karte und das war's, ja. Und dann sind wir wieder zurück in unserem J-Wallet und dann habt ihr hier unter verfügbaren Zahlungsmethoden dann einen neuen Eintrag, der da heißt nämlich Paycard. Und dann könnt ihr auch zum Beispiel sagen, okay, ich möchte nicht, dass das auf Hyperwallet überwiesen wird, sondern auf die Paycard. Oder aber ihr könnt einfach so einstellen, dass 10% auf die Paycard gehen und 90% auf Hyperwallet. Sorry, das geht nicht mit Prozent, sondern immer mit absoluten Beträgen. Also ihr könnt zum Beispiel sagen, ich möchte 1000 Euro pro Monat oder Dollar auf die Karte machen und den Rest auf Hyperwallet oder so. Aber das könnt ihr dann sehen. Wichtig ist, bevor man hier dieses ganze J-Wallet nutzen kann, muss man hier auf diesen Button klicken, behördliche Foto-ID hochladen. Da klickt man drauf. Und da hat man hier die Möglichkeit, eine Datei auszuwählen. So, da macht ihr ein Foto bitte von eurem Personalausweis. Und zwar am besten Vorder- und Rückseite. So, jetzt gibt es eine kleine Herausforderung. Und zwar darf man nur eine Datei hier hochladen. Man braucht aber im Idealfall Vorder- und Rückseite, sodass sie den Foto haben, das Name und die Unterschrift. Und deswegen ist es am besten, ihr macht also ein Foto, also eine Datei, wo beide Seiten in der gleichen Datei drin sind. Wenn ihr gar nicht wisst, wie das geht, fragt mal jemanden, der sich mit dem Computer auskennt. Man kann zum Beispiel beide gleichzeitig anzeigen auf dem Bildschirm und einfach einen Screenshot davon machen oder so. Ja, und alle, die wissen, wie es geht, ist ja auch kein Thema. Ansonsten, für die, die es gar nicht wissen, versucht man nur die Vorderseite. Normalerweise ist ja die Unterschrift, der Name und auch das Bild sowieso mit drauf. Und dann einfach hochladen und zwei, drei Tage warten, dann wird es freigeschaltet. Und sobald es dann freigeschaltet ist, habt ihr hier vollen Zugriff auf euer J-Wallet.
Ja, und das war es auch im Prinzip schon. Ihr dürft natürlich dann hier gerne unter EFT-Einstellungen auch euer Bankkonto hinterlegen. EFT steht für Electronic Funds Transfers, also auf Englisch, bedeutet einfach nichts anderes als Überweisung. Und da kann man das natürlich dann machen. Man kann hier unter angefragte Summe manuell eine Auszahlung veranlassen. Dann kann man unter Paycard registrieren. Wie gesagt, die Paycard registrieren, das hatten wir ja schon. Hier kann man ein paar Einstellungen verwalten und hier, wie gesagt, die Überweisungsdaten eingeben. Sign-up-Eingabe, das ist noch ein spannendes Thema. Hier kann man ein sogenanntes Token erstellen. Das heißt, man kann sagen, okay, ich möchte hier ein Token erstellen, zum Beispiel Dollar 500, ja, so das heißt, man sagt zum Beispiel, okay, ich möchte gern 500 Dollar hier so eine Art Gutschein kreieren, mit dem dann jeder, der bei Jeunesse eine Bestellung macht, die nutzen kann, um eine Bestellung zu bezahlen, ja, das heißt, ihr sagt zum Beispiel, ich möchte hier einen Token machen für 500 und der Token heißt Token 001 zum Beispiel, wenn ich jetzt auf Create klicke, wird der gespeichert. Und dann kann ich irgendjemandem, der eine Bestellung machen möchte bei Jeunesse, diesen Token weitergeben und dann haben die unter Zahlungsmöglichkeiten die Chance, anstelle von nur, sagen wir mal, Kreditkarte auszuwählen, können die auch Sign-Up-Token auswählen als Option. Dann können sie diesen Token eingeben und dann werden 500 Dollar abgezogen. Ganz, ganz wichtiger Hinweis aber an dieser Stelle. Bitte benutzt diese Variante nicht, wenn die Person, die das bestellt, eine Bestellung macht in Euros. Weil dann bekommt ihr einen mega, mega schlechten Umrechnungskurs und verliert wirklich ganz, ganz viel Geld. Deswegen benutzt das bitte nur, wenn irgendwer im Ausland mal was bestellt und wirklich einen Dollar bestellt. Also sprich, bestellt jemand was in Dubai, bestellt jemand was in den USA oder so, dann könnt ihr das benutzen. Ansonsten ignoriert einfach diese Option hier und benutzt diese Tokens nicht, denn ansonsten haben wir ein Riesenproblem, weil dann 200, 300, 400 Euro mehr mit weggenommen werden. Und das ist natürlich dann ganz, ganz doof und das kriegen wir auch fast nicht mehr wieder. Deswegen einfach diese Option wirklich nur als Reserve haben für die Dollar-Auszahlungen, für eine Dollar-Bestellung, falls die international mal ansteht. Ja, ansonsten, wie gesagt, eure Wallet-Seite ist, wie gesagt, hier und es gibt noch einen ganz wichtigen Button zum Ende und zwar den hier, die Account-Historie. Und hier sehen wir bei der Roswitha zum Beispiel, wow, Roswitha hat schon wir sind ja mal gerade 5 Wochen in dem Business, und sie hat jetzt schon über 2.295 Dollar verdient. Das sind aber gerade mal die Auszahlungen aus den ersten 4 Wochen, wie wir hier sehen können, die ersten 4 Zahlungen. Ja, da war die weitere 5., 6., die stehen noch aus. Das Ganze wird ja immer mit einer 2-wöchigen Verzögerung ausgezahlt. Auch da an der Stelle vielleicht nochmal kurz die Übersicht. Montags geht die Woche los, sonntags geht die Woche zu Ende. Ja, und dann ist es so, ihr seht immer live eure Provision, wenn ihr hier auf Berichte klickt und dann Kommissionen, ja, dann seht ihr zum Beispiel live, so wie zum Beispiel heute, wir haben jetzt Mittwoch, den 8. Juli und wenn wir jetzt mal hier drauf gehen, wenn wir ganz nach unten scrollen, dann sehen wir hier die Live-Provision von diesem Monat, Mittwoch, 8. Juli, bis dato sind es 140 Dollar hier bei Roswitha, aber das zählt noch weiter hoch, das wird also permanent aktualisiert bis Ende der Woche. Und dann seht ihr das Auszahlungsdatum, wir haben jetzt 8. Juli, das heißt die Woche geht noch bis zum 9., 10., 11., 12. Juli und die Auszahlung ist dann am 27. Ja, also da ist also eine Verzögerung drin von 2 Wochen, ganz, ganz wichtig das zu wissen. An diesem Tag, an dem 27. wird das Geld dann weiter überwiesen auf das J-Wallet und ist dann hier in der Brieftasche verfügbar, ja. Wir sehen das dann hier, genauso wie hier, als Kredit, sozusagen als Gutschrift, als Provisionsgutschrift auf dem Konto, so wie wir das hier 4-mal sehen. Und Roswitha hat in dem Fall noch keine Provision weitergeleitet. Wir haben diese Regel erst jetzt kurzfristig eingestellt, dass das Ganze weitergeleitet wird. Also sprich, derzeit ist das alles noch auf diesem J-Wallet drauf. Und wir sehen hier, Account-Kontostand 2295 ist alles hier drauf. Und ja, herzlichen Glückwunsch an der Stelle für die ersten 4 Wochen. Ich denke, das ist super, ja, das Geschäft aufzubauen und wirklich hier nebenbei ein Geld zu verdienen, was ja manche Leute hauptberuflich noch nicht mal haben. Also es ist wirklich abgefahren, super, ja. Das ist alles, was ich euch zeigen wollte. Das ist das J-Wallet. Und für Fragen dürft ihr mich gerne immer kontaktieren. Haltet es aber einfach. Einfach nur das J-Wallet aktivieren und dann läuft alles automatisch sowieso zu Monavi. Wenn ihr das nicht möchtet, einfach auf Entfernen drücken und dann könnt ihr hier das J-Wallet verwalten. Und ihr seht immer schön die Eingänge hier und auch die Ausgänge. Es gibt noch einen letzten Hinweis und zwar ist es folgender. Wenn wir jetzt zum Beispiel bei Roswitha sagen, okay, wir gehen jetzt nochmal hier rein in die Brieftasche und sagen jetzt mal, wir möchten jetzt gerne manuell das ganze Geld rüberschieben zu Hyperwallet, dann klicken wir einfach hier auf angefragte Summe. Dann sagen wir, wir wollen den Betrag überweisen von Sekunde, jetzt gucken wir gerade mal, wie viel drin ist. Da möchte ich jetzt gerade keinen Fehler machen. Wir haben jetzt gesamt einen Betrag von, genau, kopieren wir den einfach mal direkt, zack. Jetzt gehen wir wieder auf die Brieftasche, Wallet Startseite. Jetzt klicken wir wieder auf angefragte Summe. Jetzt machen wir den kompletten Betrag hier mal rein, 2000 und so weiter.
Ja, so, und jetzt machen wir hier alles auf Hyperwallet auszahlen und sagen Submit, angefragte Summe hinzugefügt. So, jetzt sehen wir hier, der Status ist noch passiv, es ist also noch nicht gemacht. Wollen wir es noch rauslöschen wollen, können wir hier auf das X drücken, wollen wir aber nicht. Jetzt sehen wir, das ist hier gemacht. So, und jetzt sehen wir eine ganz wichtige Sache. Fundanfragen werden um 10 Uhr EST mittwochs erfüllt. Das heißt, wir haben heute Mittwoch, 10 Uhr EST ist quasi heute Morgen, also 10 Uhr in Orlando. Ja, das ist jetzt schon rum an der Stelle. Sprich, diese Anfrage wird erst nächste Woche Mittwoch wieder bearbeitet, um 10 Uhr. Ja, das Ganze ist immer nur einmal wöchentlich, da muss man ein bisschen Geduld haben, aber dann wird alles entsprechend abgeschlossen, was hier manuell angefragt wird. Ja, in diesem Sinne, das ist das JWallet. Und die Brieftasche und so weiter und so fort. Und ich wünsche euch einen schönen Abend. Übrigens, wer es ein bisschen schneller haben will als hier, nutzt einfach vielleicht das Hyperwallet. Das geht wirklich schneller. Also die Regel einstellen, so wie wir es jetzt hier haben, alles automatisch übertragen an Hyperwallet. Und schon haben wir das dann Ganze da drüben. Da geht die ganze Auszahlung ein bisschen schneller. Ich zeige euch auch das vielleicht noch ganz schnell. Wenn man es entfernen will, klickt man Remove. Schon ist es weg. Ja, und wenn wir es wieder hinzufügen wollen, klicken wir auf Alles hinzufügen, klicken auf Add. Und schon sind wir wieder da. Zum Beispiel, ja. Oder wir machen es, entfernen es und klicken dann hier nicht, will immer nur 1000 Dollar überwiesen haben, machen Add und schon ist es da drüben. Ja, als Beispiel. So, man kann dann auch mehrere Sachen hinzufügen, wenn man hier zum Beispiel noch ein Konto hat oder die Paycard. Ihr habt es, glaube ich, schon verstanden. Vielen Dank, viel Spaß und ganz viel Erfolg bei Jeunesse.